Das ist Jörg. Jörg wohnt in einer Wohngruppe von dem mit Behinderung Hamburg. Seine Bezugsmitarbeiterin hat ihnen erzählt, dass er bei Mein Kompass mitmachen soll. Jetzt ist Jörg unsicher, was das bedeutet. Der erste Schritt ist die Grunderhebung. Das bedeutet, dass Jörg sich aus all den Mitarbeitenden eine Person aussuchen kann, der er vertraut und mit der er gut reden kann. Er entscheidet sich für Benjamin. Mit ihm trifft er sich zu ein paar Terminen, bei denen sie sich zuerst gemeinsam mit Jörgs Leben beschäftigen. Sie erstellen zum Beispiel eine Netzwerkkarte. Vor allem stellt Benjamin Jörg ganz viele Fragen zu seiner Lebensgeschichte. Und er hat auch viel mehr Zeit als sonst, Jörg zuzuhören. Und das ist Aische. Aische wohnt in der gleichen Wohngruppe wie Jörg und ist seine beste Freundin. Im Gegensatz zu Jörg redet Aische gerne und viel, dafür bastelt sie nicht so gerne. Sie hat sich Svetlana als Gesprächspartnerin ausgesucht und auch sie beschäftigen sich mit Aisches Lebensgeschichte. Danach fangen sie an, über die Gegenwart und die Zukunft zu sprechen. Und Aische merkt, dass sie mehr über ihre Lebensgeschichte wissen möchte und drüber schreiben möchte. Das schreiben sie als Ziel für die Zukunft auf. Jörg ist mit seinem Leben eigentlich ganz zufrieden und er mag es nicht so gerne, wenn sich Sachen verändern. Deswegen weiß er nicht so recht, welche Ziele er sich für die Zukunft setzen möchte. Aber Benjamin hat eine rote Kiste dabei, wo viele Karten drin sind mit Ideen, an die Jörg noch gar nicht gedacht hatte. Er guckt sich alle Karten in Ruhe an und findet drei Karten, die Wünsche in ihn wecken. Am Ende der Erhebung haben Jörg und Aische Ideen und Pläne für die Zukunft entwickelt. Und genau darum geht es in Mein Kompass. Jeder Mensch soll über sein eigenes Leben bestimmen und jeder Mensch weiß, was gut für ihn ist. Wenn man über seine Wünsche spricht, hat man auch Lust, sie zu verwirklichen. Und die Mitarbeitenden verstehen besser, wie jemand ist und was jemand möchte. Die Ziele können dabei immer sehr unterschiedlich sein. Ich möchte mir jetzt einen Bart wachsen lassen. Ich will eigene Tomaten pflanzen. Ich will gerne in ein Konzert und tanzen. Begeht denn meine Koffers, mein Johanna, der spricht nackrig. Ja, stimmt. Aber wir können sie alle sehr genau beobachten, um herauszufinden, was ihr gefällt. Und ihre Schwester war als Vertretungsperson dabei, weil sie halt Johanna am besten kennt. Jetzt verstehe ich. Am Ende schreiben alle in einer Vereinbarung ihre Ziele auf und wie die Mitarbeitenden oder anderen Menschen sie dabei unterstützen können. Das ist eine sehr wichtige Vereinbarung. Die Vereinbarung wird am Ende von allem unterschrieben. Jetzt haben Jörg und Aische genügend Zeit, um ihre Ziele Schritt für Schritt umzusetzen. Für Jörg ist das leicht. Er muss einfach aufhören, sich zu rasieren. Aische hat sich ein größeres Ziel gesetzt. Sie nimmt sich an ihren freien Wochenenden Zeit, um Interviews mit ihrer Familie zu führen und dann darüber zu schreiben. Svetlana hilft ihr, sich in einen Schreibkurs anzumelden. Nach spätestens einem Jahr gibt es dann eine Auswertung. Dafür wird ein richtiger Termin vereinbart. Dann gucken sich alle gemeinsam die Vereinbarungen an. Was ist aus den Zielen geworden? Wer hat alles mitgeholfen? Gemeinsam wird überlegt, wie man Dinge anders oder besser machen kann. Dann beginnt eine neue Erhebung. Aische hat zum Beispiel ihre Ziele erreicht, ist aber noch nicht ganz fertig. Sie möchte gerne weiterschreiben und außerdem an einer Lesung teilnehmen, die ihr Schreibkurs in ein paar Monaten veranstaltet. Sie wünscht sich, dass ihre Familie dorthin kommt. Jörg hat sein erstes Ziel auch erreicht und muss überlegen, was er noch will.
und dann beginnt mein Kompass wieder von vorne. Es ist wie ein Kreis. Zuerst nimmt man sich etwas vor, dann macht man es und dann guckt man, ob es geklappt hat und nimmt sich etwas Neues vor und macht es und so weiter. Und so kann man sich das eigene Leben gestalten. Und mein Kompass ist dafür da, um zu wissen, in welche Richtung man gehen möchte.